Ja, hallo, FH-Space-TV hier wieder von der Ars Electronica. Wir haben hier den Markus von Otello, die einen relativ spannenden Stand haben, das offene Techniklabor, wenn ich das richtig verstanden habe. Am besten du erklärst uns einmal gleich das erste Ding, das da neben uns steht, Markus. Also wir haben neben uns einen Solargriller stehen. Der macht nichts anderes, als dass er die Energie bündelt auf einem Punkt. Das ist in dem Fall unsere selbstgebaute Pfanne. Und dort wird es bis zwischen 200 und 300 Grad heiß und man kann bei viel Sonne super grillen. Ja, sehr geil. Und ich habe mal sagen lassen, man kann dieses Ding kaufen. Da gibt es einen Bausatz, den man kriegt. Genau, das Ding ist kaufbar und sehr kostengünstig eigentlich, weil die Materialien sehr günstig sind und man ihn zu Hause zusammenpacken kann, zusammenbauen. Ja, das macht sich extrem spannend an. Habt ihr nur irgendwas zum Herzen? Wir haben sehr viel zum Herzen. Sollen wir eine kurze Runde drehen? Ja, machen wir eine Runde. Wir haben gerade mit unseren Partnern vom BFI eine neue Video-Wall gebaut. Die Video-Wall sind wir dort hinten schon fertig. Das ist ein Konstrukt aus alten Computern und Bildschirmen, die quasi reaktiviert werden, von uns repariert und dann als Werbefläche und Präsentationsfläche genutzt werden. Das heißt, wir werden dort Videos vom Festival streamen, Fotos, Kommentare und dergleichen. Wir werden Dorf-TV streamen und die freien Radien und so weiter. Das wird komplett energieautark mit Solarpanels und dann kann man überall hinstellen und Werbefläche und Präsentationen laufen lassen. Energieautarke Recycling-Werbefläche. Genau. Oder die Dead Environment Alive. Macht sich ja wunderbar grün an, oder? Schön. Hier beim Fritz haben wir unsere Human Power Station. Hallo Fritz. Da versuchen wir mit menschlicher Kraft Energie zu erzeugen. Das Ganze gipfelt am Montag in ein Konzert, das durch 50 Fahrräder angetrieben wird. Da können Leute mit dem Fahrrad kommen, werden angeschlossen und produzieren Strom für ein Konzert, für ein Live-Konzert. Und da reichen 50 Fahrräder aus? Da reichen 50 Fahrräder aus. FH Space TV sitzt noch immer am sehr gemütlichen Stand in der Sonne bei Otello, ohne zu wissen, was Otello eigentlich genau ist. Also ich hätte jetzt gerne mal zwei, drei konkrete Sätze. Was sagt ihr? Also Otello steht für offenes Technologielabor, wie wir vorher schon geredet haben. Wir haben zwischen 4 Niederlassungen in Oberösterreich, in Vöcklabruck, in Kirchdorf, Gmunden und Ottensheim. Und unser Ziel ist einfach, einen Freiraum zu bieten für Projekte, für jegliche Art von Dingen. Das heißt, wir haben meistens ein Haus oder mehrere Räume, wo wir Workshops anbieten, wo sich aber auch einzelne Gruppen zusammenfinden können und gratis einen Platz zur Verfügung stellen, wo sie einfach ihre Ideen verwirklichen können.